Mein Name ist Frank. Ich bin 62 Jahre alt. Im November 2014 bin ich ins Krankenhaus gegangen zu einer Hüft-OP. Schon in der zweiten postoperativen Nacht bekam ich starke und sehr schmerzhafte Bauchkrämpfe. Am dritten postoperativen Tag untersuchte man mich dann endlich und stellte fest, dass der Darm an mehreren Stellen perforiert war. Die Vergiftungserscheinungen waren so weit fortgeschritten, dass ich am gleichen Tag einen septischen Schock erlitt und dann 3 Wochen auf der Intensivstation verbracht habe. Nach meinen Krankenhausaufenthalten hatte ich erstmal damit zu tun, meine körperlichen Probleme in den Griff zu bekommen, meine geistige Leistungsfähigkeit stark nachgelassen hatte. Das ist jetzt alles 6,5 Jahre her und ich habe immer noch mit diesen kognitiven Störungen zu kämpfen. Dass diese im Zusammenhang mit Hirnschädigung nach einer überlebten Sepsis stehen, ist wenig bekannt. Dabei ist der größte Teil der Sepsis-Überlebenden davon betroffen. Die sozialen Folgen werden vielfach nicht beachtet. Ich habe ein Buch geschrieben dazu, ich auch an Publikationen mitgewirkt und also Vorträge halte. Spät- und Langzeitfolgen nach einer überlebten Sepsis sind sehr wenig erforscht. Deshalb engagiere ich mich in verschiedenen Projekten zu diesen Themen. Safety flows through me. BD, advancing the world of health.